Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ramona vom Pinstempeln und heute möchte ich eine ganz raffinierte Kugel mit euch basteln. Eine Dekokugel und zwar so eine hier mit so einer Form. Und die fand ich total genial. Ich habe sie selbst hier bei YouTube gefunden, bei einer Dame. Ihr Name schreibe ich unten in die Infobox rein, da könnt ihr gerne auch mal vorbeisehen. Und ja, sie hatte ein PDF-Dokument, was man sich ausdrucken konnte. Und ich habe gedacht, okay, das kann man ja auch irgendwie umsetzen ohne dieses PDF. Und ja, entstanden ist diese Kugel. Finde ich total klasse. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele. Und zwar habe ich zum Beispiel diese gemacht. Also man kann sie auch in drei verschiedenen Farben basteln. In dem Fall habe ich jetzt Schwarz, Antikgold und Weiß genommen. Habe hier vorne noch einen Spruch aufgestempelt. Und ja, das kann man zum Beispiel jetzt als Baumschmuck nehmen oder man kann das woanders dahin hängen. Man kann diese Schleife zum Beispiel auch weglassen und das Ganze einfach nur als Dekokugel benutzen. Und ja, hier habe ich noch ein weiteres Beispiel, auch in Schwarz-Gold. Da habe ich dann ein paar Sterne embossed. Fand ich auch ganz schön. Und dann habe ich noch diese Variante gebastelt. Die hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ebenfalls in Gold, schwarz-weißem Designerpapier und Farbkarton in Schwarz. Das Designerpapier, das stammt aus dem Designerpapier mit den Zootieren. Genauer gesagt Party im Zoo. Und da habt ihr ja einmal diese Zootiere, das hatte ich ja mal gezeigt. Und auf der Rückseite habt ihr dann ganz viele schwarz-weiße Motive. Ihr könnt aber jedes Motiv nehmen, was euch so zusagt. Und das Gold-Designerpapier, das ist ein Spezialpapier. Das ist also genauso dünn wie das Designerpapier. Lässt sich auch gut bei dieser Kugel verarbeiten. Und das nennt sich Antikgold. Genau. Und ich muss sagen, die Kugeln, die lassen sich recht schnell machen. Wir müssen uns erst eine Schablone anfertigen, aber sobald die Schablone fertig ist, kann man da wirklich in Serienproduktion gehen und kann da einige herstellen. Dann sind sie ganz schnell gemacht. Und ja, wie man nun so eine raffinierte Kugel bastelt, das zeige ich dir in diesem Video. Wir beginnen mit dem Stückchen Farbkarton in dem Maß 25 x 5 cm. Da nehmt am besten Farbkarton, wo etwas stärker ist, damit die Schablone auch lange hält. Und wir brauchen ein Lineal oder Geodreieck und einen Bleistift. Und jetzt müssen wir erstmal jede Menge Markierungspunkte setzen. Und zwar fangen wir an hier an der linken Seite. Ab da messen wir nach rechts und zwar einmal oben bei 3,4 cm, bei 6,9 cm und bei 10,3 cm. Dasselbe machen wir auch unten. Wir messen von der linken Kante nach rechts 3,4 cm, 6,9 und 10,3. Von der anderen Seite, jetzt messen wir von dieser Kante aus, machen wir Markierungspunkte bei 2,5, bei 5,9 und bei 9,3. Und das gleiche machen wir auch unten, einmal wieder bei 2,5, 5,9 und 9,3. Jetzt haben wir auf dieser Seite jeweils drei Punkte oben, drei unten und hier haben wir auch drei Punkte oben und drei unten, also oben, unten, so rum. Genau, wir fangen hier bei der Markierung 5,9, also das ist der mittlere Punkt jeweils, die werden wir mit einer Linie verbinden. Und auf der linken Seite nehmen wir die Markierung 6,9, das ist ebenfalls der mittlere Punkt und da verbinden wir ebenfalls der untere Punkt. Also der obere und untere Punkt. Jetzt müssen wir noch zwei Markierungspunkte an jeder Linie setzen. Wir messen jetzt von der oberen Kante nach unten 2 cm und von der unteren Kante 2 cm nach oben.
Und das machen wir an dieser Linie auch, von oben 2 cm nach unten und von unten 2 cm nach oben. Und das waren eigentlich schon die ganzen Markierungspunkte. Jetzt nehmen wir uns unsere Stanzform zur Hand und die legen wir jetzt genau hier rein. Und zwar habt ihr jetzt hier zwei Markierungen auf der Linie. Die Stanzform legen wir an dem unteren Markierungspunkt an und die Seiten, die sollten die zwei Punkte links und rechts quasi berühren. Dann können wir hier einmal einen Bleistift nehmen und hier eine Linie ziehen, sodass das Ganze dann so aussieht. Und das machen wir jetzt auch hier oben, hier und hier. Also, wir legen hier wieder die Stanzform hier einmal rein und ziehen einmal das Ganze nach, drehen um und machen das hier auch noch mal. So. Und jetzt nehmt ihr euch die Schere und schneidet diese Halbkreise einmal aus. Ja, die Schablone wäre dann fertig. Und jetzt benötigen wir Designerpapier und zwar 3 Stücke in einem Maß 25 mal 5 cm. Ich habe jetzt schon 2 vorgearbeitet. Das letzte machen wir gemeinsam. Und da lege ich mir jetzt meine Schablone einmal bündig hier oben drauf. Nehme mir einen Fallstift, nehme jetzt in dem Fall eine kleine Kugel, ihr könnt auch einen Aufhebhelfer nehmen und fahre jetzt hier einmal entlang und falze das Ganze. Und ich fahre extra hier öfters drüber, denn umso öfter man das macht, umso besser lässt sich dann diese Kugel zusammenbauen. So, das mache ich bei jeder Rundung. So. Genau. Und dann gehen wir her und knicken einmal diese Rundung nach hinten. Und hier an den Enden knicken wir. Also so petzen wir so das Papier einmal so zusammen. Also hier ist es ganz wichtig, dass das gut gefaltet ist. Und das machen wir hier jetzt auch. Und dann wäre dieses Teil auch schon fertig. Ich habe jetzt hier nochmal 2 vorbereitet. Und jetzt muss man einfach nur entscheiden, wo man das Band hineinmachen möchte. Ich werde es jetzt mal in dem Fall in das Designerpapier reinmachen. Dann nehme ich mir meinen Aufhebhelfer und ihr habt ja jetzt hier diese 4 Rundungen und ihr habt hier ein kürzeres Stück, nämlich mit 2,5 cm und hier mit 3,4 cm, glaube ich, waren das. Und ich werde das Loch jetzt hier zwischen diese Rundung machen, genau hier in der Mitte. Da mache ich einfach hier ein Loch rein. Dann brauchen wir Band. Dann nehme ich wieder diese goldene Kordel, schneide mir ein Stückchen ab, lege mir die doppelt und fädel die einmal von innen nach außen. Da muss ich vielleicht noch mal von innen rein pieksen, dann geht es besser. So. Dann guckt man, wie hoch man diese Schleife oder Schlaufe haben will und macht dann von innen einen Knoten. So, ist ein bisschen lang geworden. Ich mache es mal etwas kürzer. Ja, so gefällt es mir besser. Und der Rest kann dann hier einmal abgeschnitten werden. Dann nehmen wir Abreißklebeband. Und ich lege mir jetzt alle 3 Teile so hin. Also hier könnt ihr es vielleicht am besten sehen.
Hier sind ja diese Rundungen und hier haben wir dieses kurze Stück von 2,5 und hier ist das Stück etwas länger zwischen der Kante und dieser Rundung. Und hier werde ich jetzt das Abreißklebeband hinmachen. So, dann machen wir auf alle drei einen Streifen Kleber hin. Und dann kann es auch schon ans Zusammenkleben gehen. Beziehungsweise eine Sache müssen wir noch machen. Ich nehme jetzt noch mal den Papierfalter und biege mir das Papier einmal so, dass ich das dann so in die Rundung, ne, dass es so rund wird. Das mache ich mit allen dreien. Das hätte man vielleicht vorher machen sollen, bevor man das hier reinmacht. Aber das geht noch. Okay, gut, dann nehme ich mir einen Streifen und den können wir jetzt hier zusammenkleben zu einem Kreis und wir kleben einmal den zusammen, wo diese Kordel drin ist. So. Genau. Dann müssen wir schauen, diese Rundungen, die sind jetzt hier einmal, hier und auf der Rückseite. Und da schaue ich, dass sie mich einmal ansehen, also nach vorne und nach hinten gehen. Und bei dem hier, das sollte nach oben gehen. Und diese Rundungen, die sind ja dann auch oben und unten. Und so stecke ich das jetzt hier einmal rein. Dann nehme ich das dritte und gehe einmal, war das jetzt richtig? Ich glaube ja. Wenn das ist auch nicht so tragisch, das kann man ja alles noch so ein bisschen hin und her ziehen. Genau. Also das dritte, das nehmt ihr dann, steckt es hier einmal durch. Dreht das Ganze am besten auf den Kopf, haltet es gut dabei fest. Ich habe jetzt hier dieses längere Stück und das schiebe ich jetzt hier durch diesen Farbkarton oder Designerpapier. Und jetzt kann ich das Ganze zusammenkleben. So. Genau. Einmal festdrücken und hier ist es jetzt wichtig, dass diese Rundungen hier zu sehen sind. Hier habe ich ja jetzt noch diese Klebelasche, das heißt, das muss ich jetzt so lange hier ziehen, bis diese Rundungen hier an der Seite angekommen sind. So, ich habe jetzt hier diese Rundung, ne? Hier habe ich die Rundung, schau, dass es auch schön in der Mitte sitzt. Und hier sollten auch die Rundungen sein. Genau, so. Und hier fange ich jetzt in dem Fall an mit dem Farbkarton, weil das ein bisschen störrischer ist wie das Designerpapier. Und ich mache das jetzt so, dass ich das hier einmal nach unten drücke und diese zwei Rundungen nach innen eindrücke. So. Dann drehe ich das einmal, drücke das Ganze wieder runter und mache ebenfalls diese zwei Klappen, also diese Rundung einmal nach unten. Und so mache ich das jetzt reihum. Also wir haben jetzt hier diese Rundung, drücke das einmal nach unten und klappe das nach hinten. Einmal drehen, nach unten drücken und nach unten klappen. Und dann hier noch nach unten drücken und vorsichtig jetzt diese Teile ebenfalls nach unten drücken, umdrehen, runterdrücken und das ebenfalls nach unten.
So, gucken, dass die Ecken immer schön aussehen. Dann das Ganze noch ein bisschen zurechtzupfen. Und schon wäre die Box fertig. Cool, oder? Also ich bin total begeistert von dieser schönen Kugel. Ja, ich hoffe, dir hat mein heutiges Projekt gefallen. Dann lass mir doch gerne einen Kommentar da oder ein Däumchen nach oben. Dann würde ich mich sehr freuen. Und ich wünsche nun viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.